ist weit zurückgedreht worden am letzten Samstag in Full. Das Militärmuseum hat zum zweiten internationalen Militärfahrzeugtreffen geladen. Keine langweilige Militärparade, sondern eine bilderbuchhafte Reise in die Vergangenheit hat sich den über 2000 interessierten Besuchern am Samstag geboten. Von allen Herren Ländern haben sich ambitionierte Militärnostalgiker mit ihren zum Teil skurril anmutenden Fahrzeugen eingefunden. Ob zu Fuss, auf Räder, Raupen oder Huf, auch das entsprechende Outfit darf an so einem Anlass natürlich nicht fehlen. Und so sind einem dann auch die einen oder anderen schillernden Figuren begegnet. Vom gestrandeten US-Fallschirmjäger über die charmante Sanitäterin aus den 40er Jahren bis zum strammen Soldat aus dem vorletzten Jahrhundert war alles vertreten. Ein interessantes und ebenso gut duftendes Highlight ist sicher die fahrende Militärbäckerei, wo die Besucher mit frisch backnigem Brot und Zöpf verwöhnt hat. Ich war ehemaliger Militärbäcker, früher Bäckerkompanie 124. Ich habe im 65 die Rekrutenschule gemacht und in so einer Bäckerei die RS gemacht. Und die Bäckereien sind bis in die 80er Jahre in Betrieb gewesen. Von der Mitte 80er Jahre hat man die angefangen zu verkaufen, privat. Ein Teil, einige Bäckereien sind auf Russland gegangen. Und jetzt haben wir in unserem Verein haben wir das Glück, dass wir eine ganz gute Bäckerei, die super im Betrieb ist, haben können übernehmen können. Und jetzt an gewissen Anlässen selber können Brot und Zöpfe backen. Der Conny Neuenberger ist sozusagen der Chefmechaniker vom Militärmuseum. Mit grossem Enthusiasmus pflegt und hegt er viele Fahrzeuge. Als ich zu der Post gegangen bin, seiner Zeit als Automechaniker, habe ich natürlich selber auch Auto gefahren. Und dann ist irgendwann mal eins von meinen Auto auf ein Alter gekommen, wo ich musste sagen, ja, jetzt gehe ich entweder fort oder jetzt tue ich es nochmal aufbauen. Und dann habe ich dann dort angefangen und dann hat mich das angefangen zu faszinieren. Man hat dann den Beruf zum Hobby gemacht und um mich herum hat es einen Haufen Kollegen und Kolleginnen, die sehr unterstützend einem tragen. Und das ist halt einfach schon das, was die Faszination ausmacht. Neben dem Fahrzeug ist auch das Umfeld des Museums. Das ist halt schon etwas, das bis dafür kribbelt, oder? Am späteren Nachmittag hat sich dann ein langer, mit über 50 Fahrzeugen besetzter Corso in Bewegung gesetzt. Da gerade auf dem Weg von Hottwil nach Mandach über den Bessenberg. Fasziniert hat die Zuschauer natürlich auch die Vorführung der alten Panzer, die mit dröhnenden Motoren auf dem Ausstellungsgelände herumgefahren sind. Am Abend haben sich dann die leidenschaftlichen Nostalgiker in ihren Zelt gemütlich gemacht oder mit anderen Zeitreisenden noch etwas gefachsimpelt.